Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von mir. Eigentlich wollte ich ja nur noch Blu-rays kaufen, aber ich musste sozusagen mal wieder eine DVD kaufen, weil es da keine Blu-ray gibt und wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht geben wird. Und außerdem ist es ein Film, der irgendwie schon sehr lange nicht mehr im Fernsehen kam und ich auch darüber nicht an ihn rankommen konnte. Die Rede ist von der wunderbaren Louis de Funès-Komödie Hasch mich, ich bin der Mörder, oder wie, glaube ich, der frühere Verleihtitel war, Louis mit dem Leichentick. Total dämlicher Titel. Ich muss sowieso sagen, dass viele dieser Louis de Funès-Filme früher, ja, aus irgendwelchen Gründen immer entweder den Namen Louis im Titel hatten oder Balduin. Aus irgendwelchen Gründen, das war irgendwie so Mode, das hat man offensichtlich mit diesem Mann schon verbunden, auch wenn er im Film selbst vielleicht gar nicht Balduin hieß, also zumindest im Original nicht, wurde er irgendwie in Deutschland immer auf Balduin getrimmt. Sorry. Ja, großartiger Film. Ich höre gerade, wo ich anfange. Also, Louis de Funès spielt einen Schriftsteller namens Antoine Brisebois, der Theaterstücke schreibt und mit der Hauptdarstellerin seiner Stücke verheiratet ist, die sehr erfolgreich sind. Nochmal sorry. Und dieser Antoine wird erpresst von einem Mann namens Joe. So. Und eines Abends bestellt er ihn zu sich und sagt, ja, er hat wieder Geld, was er ihm geben kann. Wieso er erpresst wird, also man erfährt es im Film, aber das wirkt eher wie eine Ausrede. Und er plant, ihn umzubringen. Und um das Ganze zu tarnen und eigentlich auch um das besser planen zu können, schreibt er das gleichzeitig als ein Theaterstück. Nicht? Also er schreibt ein Stück darüber, wie ein unschuldiger Mensch in eine schlechte Situation kommt und von jemandem erpresst wird und wie er diesen Mann umbringt, um ihn dann rückstandslos, zu entsorgen. Wirklich das perfekte Verbrechen. Nicht? Das plant er als Theaterstück und gleichzeitig auch in der Realität. So, und dann kommt dieser Monsieur Joe zu ihm. Und er erschießt ihn auch, zwar eher zufällig, aber er schafft's. Und nun hat er diese Leiche am Hals. Das Problem ist, dass gleichzeitig in seinem Haus, das soll verkauft werden, da gibt es ein englisches Ehepaar, das sich für das Haus interessiert und eine Immobilienhändlerin, die beiden scheinbar alle 5 Minuten da anschleppt. Dann hat seine Frau ihm zum Geburtstag noch, obwohl das Haus verkauft werden soll, einen Pavillon bestellt, der aufgebaut wird, und ja, dann auch noch Freunde, die mit persönlichen Problemen vorbeikommen. Also es ist echt viel Trubel los und er hat diese Leiche am Hals und versucht, sie loszuwerden. Und plötzlich stellt sich auch noch raus, dass der Mann, den er erschossen hat, gar nicht dieser Joe war, sondern jemand völlig anderer. Und er nun auch noch nachforschen muss, wen hat er eigentlich da erschossen? War das jemand völlig Unbeteiligter oder war das vielleicht ein anderer Gangster oder? Es gibt echt die ersten Verwirrungen. Dieser Film ist unglaublich genial. Für mich einer der besten Louis de Funès-Filme überhaupt. Obwohl der Film selbst nur ein Remake ist. In der 50er gab es einen amerikanischen Film, den ich leider noch nie gesehen habe, der aber auf derselben Geschichte basiert wie dieser Film. Also ursprünglich ist das Ganze auch ein Theaterstück. Und daraus wurde Ende der 50er schon mal ein Film gemacht. Dieser Film hier ist von, ich glaube, 71 oder 72. Und war auch schon 40 Jahre alt, ey. Krass. Und ist auch nur ein Remake, aber absolut genial. Ein Riesentempo. Der Film ist also extrem rasant. Die Gags kommen nur so. Nicht? Wer natürlich diesen kleinen, nervösen Franzosen nicht mag, wird auch diesen Film nicht mögen. Aber ich liebe seine Filme und den ganz besonders. Und ich musste mir sozusagen wirklich, ich musste mir diesen Film einfach auf DVD holen, weil, ja, den musste ich einfach in meiner Sammlung haben.
Allerdings bin ich wirklich enttäuscht von der DVD. Das Bild ist furchtbar. Also das sieht echt aus, als ob das eine alte TV-Aufnahme ist. Ich habe gesucht, ob irgendwo oben im Bild ein Senderlogo zu sehen ist. Also außerdem die Balken, also er ist hier in Letterbox drauf, nicht mal anamorph, sondern wirklich nur 4 zu 3 Balken drüber geklatscht. Und so wirkt das auch. Also dass die Balken drüber gelegt wurden. Ich habe leider kein Fernsehbild sozusagen zum Vergleich, aber ich würde mich echt nicht wundern. Was außerdem noch sehr merkwürdig ist, dass zum Beispiel der Abspann so plötzlich ausblendet. Also was auch einige Fernsehsender machen, so gerade so die dritten Programme, die dann einfach so den Abspann ein bisschen laufen lassen und dann so einfach sanft ausblenden. Genauso ist das hier auch. Also das ist eigentlich ungewöhnlich für einen Film. Echt? Und das Cover wirkt auch sehr billig. Also es kommt natürlich jetzt bei der Kamera nicht rüber, aber wenn man das so sieht, das ist echt so lustlos. Hier ein paar Symbole hingeklatscht, hier was der Film hat, was auch absolut klasse ist. Du hast ein Startmenü, du drückst auf Filmstart, dann kommt nochmal dieser Trailer von Marketingfilm. Das ist die Firma, die die DVD hergestellt hat, die auf der Hülle mit keinem Wort erwähnt wird. Ich gucke gerade selbst auf der DVD nicht. Ja, muss ich mal gucken, ob es. Ne, ist schon eine echte, das ist kein Rohling. Nee, also nirgendwo steht was vom Marketing. Wie gesagt, dann kommt so ein Trailer Marketing und dann kommt noch mal das Menü, wo ich mir aussuchen kann, ob ich den auf Deutsch oder auf Französisch sehen will. Also irgendwie total komisch gemacht. Und ja, das Bild ist zu hell. In dunklen Szenen sieht man extreme Pixelhaufen, also es ist echt nicht sehr schön. Aber der Film ist es einfach wert. Also ich freue mich trotzdem. Und vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Blu-ray mit richtigem Bild und dann nicht nur so ein Testbild. Ja. Ja, großartiger Film. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Wer ihn nicht kennt, also Leute, guckt ihn euch an. Wie gesagt, die Gags, die prasseln nur so. Also es gibt echt Momente, da kann ich nicht mehr vor lachen. Das Geilste ist so, dass die beiden haben ein Hausmädchen. Also so eine Art Dienerin, die am Anfang, als er das erstmal übt, jemanden zu erschießen, er lässt halt seinen Freund kommen und hat so einen Theaterrevolver und tut halt so, als ob den er schießt. Sein Freund sagt dann natürlich, das ist nur Probe fürs Stück, aber eigentlich, man erfährt dann später, dass er eigentlich diesen eigentlichen Mord damit schon geübt hat. Und dieses Mädel kommt so dazu, zufällig sieht das und erschrickt sich total und dann bricht zusammen und dann erklären sie die erstmal auf, nein, das ist nur Probe hier für ein Theaterstück und so und ab da, alles was passiert, was ab dann passiert, was echt ist, das hält sie immer für eine Theaterprobe und lacht sich schief, ja, also da bricht ein Feuer aus und sie freut sich und da sind echte Gangster plötzlich, die ihn bedrängen und sie lacht darüber und das ist eigentlich so ein sehr genialer Nebengag. Ja. Fantastisch. Gut. Also den Film kann ich empfehlen, die DVD leider nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, schade, schade. So ein klasse Film, wo es echt Jahre gedauert hat, dass überhaupt mal auf DVD rauskam. Dann so eine lieblose Umsetzung. Das finde ich nicht schön. Gut, das wäre es auch schon wieder gewesen für heute. Es geht irgendwann mal wieder weiter und bis dahin bleibt mir immer noch zu sagen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.